Herzlich willkommen zur YouTube-Zusammenfassung vom eHayo-Stream. Falls Sie das hier mögen, schauen Sie doch mal bei unseren Livestreams vorbei. Und jetzt viel Spaß mit der Zusammenfassung. Wahnsinn, super, perfekt. Also immer mittwochs um 20 Uhr. Wir sind ganz, also immer, ausnahmslos immer mittwochs. Außer vielleicht nächste Woche, weil da sind wir bei dem Hexenhaus, da wissen wir nicht, ob wir es hinkriegen. Aber so grundsätzlich immer mittwochs. Ja, wir haben Rotstift angesetzt. Ich habe ganz viel wegoptimieren lassen von Matthias, weil ich eine Minimalversion haben möchte, weil ich ja schon ein sehr minimalistisch denkender Mensch bin. Und wie Matthias schon richtig gesagt hat, die Post war da und hat mir die Netzteile gebracht. Rat mal, Matthias, welche Farbe die Kondensatoren haben. Grün oder Genau. transparent? Woher weißt du, dass die transparent sind? Guck mal, wie dieser eine Flyback-Trafo eingelötet ist. Der da. Ja, ich meine, das ist so, wenn es vom ersten Einschalten nicht explodiert, wird es wohl halten, oder? Ja, die sind sicher gut. Die sind alle in so einem Nutzen drin. Also man muss die quasi erst mal runterbrechen, dass man die vereinzelt hat. Ja, du, Isolationsabstände, darfst du bei dem Preis ja auch nicht angucken. Ne, die sind super. Wir haben hier ja, man kann sie jetzt hier nicht sehen, da ist schon Millimeter Luft dazwischen. Ne? Millimeter sind 1000 Volt, also vielleicht sind es sogar 2 Millimeter. Ich habe hier ein Wenn ich so auf Hightech-Feature. die Rückseite von der Platine gucke, also von Anderthalb Millimeter. dem hier, ja. Ja, was soll denn schon passieren? DC 310 Volt steht da. Ja, da ist Isolationslack drüber. Da fällt da ja Ja. nichts. Also für das Geld kann man echt nichts erwarten und erwarte ich auch nichts. Also wir haben Rotstift angesetzt und du hast gemeint, du hast das Package noch nicht wirklich von dem Teil. Also müssen wir dann noch Nee, das Package anlegen. vielleicht sind da links und rechts ein paar Millimeter zu viel. So, ich glaube, das größte Problem ist einfach nur, von da nach da sind es keine 13,8, sondern wahrscheinlich also 11,8. Warte, ich habe ein Präzisionsmessinstrument. Das sind exakt, aber exakt 1 Zentimeter zwischen den Dingern. Also Was? 10 Millimeter ist da dazwischen. Kann nochmal mit einem Auge schauen, vielleicht habe ich es dann besser. Es sind genau 10. Jetzt, wenn ihr Messschieber hättet, könnt ihr es noch genauer messen, aber eigentlich geht es ja genau wie mit dem Lineal. Was hast denn du da für ein Hightech-Lineal im Kickert? Das ist das Standard-Murks-Lineal. Warum? Ach, also. Sieht cool aus. Kannst du einfach auf die Linie klicken und sagen, du bist jetzt 10 mm drüben oder so, oder? Ja, ich kann sie auch. Ne? Also ich kenne mich ja nicht aus mit dem Zeug. Die Isolationsfräsung, die sie gesetzt haben. Ja, das kann ich da auch. Habe ich schon gemessen. Da habe ich gesagt Millimeter, oder? Warte, ich gucke mal mit einem Auge, damit ich genauer messen kann. Ne, sind 1,5 mm. Also locker genug Abstand. So, und dann vermute ich auch, dass die Außenmaße nicht ganz richtig sind, weil. Also der L rechts ist bündig. Oh, die sind da ungleich dick, deine Ohrwaschel. Ich arbeite dran. Okay. So, was waren die 2,5 in der Breite? Die Ohrwaschel, Ja. die sind exakt. Würde ja sagen 3. Beide. Ja, beide. Hab gerade beide Präzisions gemessen. Und dann kann ich da das Maß sagen von Außenkante zum linken Ding. Dann haben wir quasi ein Kontrollmaß. Moment, wenn sich das ändert. Vom linken Ohrwaschel 7 mm. So ungefähr. 7,5. Ne, das kommt hin. Der Rest war doch einigermaßen passig. Glaubt. Die schauen immer noch Vielleicht. unterschiedlich groß aus, 1 und 2. Oder täuscht es? 3,033 und Dann hat es getäuscht. 3,0. Dann hat es getäuscht beim Rauszoomen. Optische Täuschung. Die Gesamtbreite der Platine beträgt 28,5 mm. Achtundzwanzig. Warte, ich mache nochmal eine weitere. Ah, ne, sorry. Ich habe mich verguckt, weil das spiegelt hier so blöd. Ich, das Lineal besser? Ne, irgendwie spiegelt das. Ich habe echt keine Ahnung, wo mein Messschieber ist. Ne? Ich suche den seit Jahren schon mittlerweile. Warte, ich gucke mal, ob ich es ohne Spiegelung hinkriege.
23,5, sorry. 23,5. Der Abstand von der linken Platinenkante zu diesem Pad 1 Millimeter. Habe ich 1,5? 1 Millimeter, sagst du. Mücke, grüß dich. Also bei Mücke Bitswap ist gar kein Thema mehr wegen graue Haare, weil er hat einfach schon keine mehr. Also von dem her. Und das mit 44 schon. Ja, habe ich. Dann muss das hier ein bisschen größer. Und die Gesamtbreite von dem Teil ist, ja, eigentlich, wenn man jetzt ein bisschen Spiel macht, also würde ich fast, also, ja, eigentlich ist 4,5, aber es ist eigentlich 4,8 oder so. 4,945 und dann kommt das einigermaßen hin. Ja, mach's 5, dann haben wir genug Platz. Das muss ja eh reingesteckt Fünf werden, ist oder? es. Willst du es reinstecken oder willst du es? Also, ich hätte es zum Drauflegen gebaut. Geht Das ist nicht. drauf. Sind da Pins? Da ist ja nicht pinfrei auf der Rückseite. Ja, dann machst du aber einfach nichts drunter. Ich kann es natürlich auch ausschneiden, dass da ein Loch drunter ist. Das wäre das Idealste fast, ja. Ich könnte eigentlich mal eins von den Dingern mal hier anlegen. Dann, weil wir das versenken möchten. Ja, können wir aber nicht alles. Warte, da müssen wir definiert versenken. Warte mal kurz, ich tue mal schnell die Ottilie hinzufügen. Also ich würde jetzt hier oben ein bisschen was liegen lassen, dass du es hinten auflegen kannst. Das ist nicht ganz raus. Ja, warte mal Naja, kurz, ich wobei. muss mal kurz die Optilia suchen. Da ist sie. Tu Jetzt die jetzt Frage, willst du mal. es? Nicht mich stressen, Matthias. Ich muss jetzt hier Kamera wuseln. So, Auflage wäre dann eben halt L, N, plus, minus und irgendwo anders muss das Ding auch noch ein bisschen aufliegen. Also ich würde, wenn ich jetzt hier mit der Maus rumfahre, dann siehst du mich nicht, ne? Das ist schlecht. Also ich würde es halt hier noch aufliegen lassen, da. Da oft an der Ecke, ne? Also schon eckig raus, hätte ich gesagt. Ah, mach erst mal so, ja. Also da muss es auf jeden Fall. Ja, da ziehst du das jetzt noch ein bisschen rein, dieses Eck. Also schon, dass das quasi hier. Warte mal kurz vom linken Rand. Mach wieder ein Messgerät, dass vom linken Rand 5 mm reingehst. Willst Also du es eckig von, haben? ja, 5 mm rein, nach rechts rein, Und hier oben hättest du gerne 5. 5. Und dann einfach eckig rüber und den Radius machen es dann ja eh mit ausfräsen. Ja, das passt schon. Aber du könntest natürlich auch bei dem Kondensator noch ein bisschen drumherum schneiden. Was hättest du gerne so an Länge? Ja, mach 2 mm, dann haben wir einen vernünftigen, einigermaßen vernünftigen Isolationsabstand. Kann ja mal optimistisch sein. Und da noch 1 mm nach rechts, hätte ich gesagt. Also da nach Da außen nach meinst du? außen, ja, dass man da quasi. Weißt du, dann haben wir in alle Richtungen einen vernünftigen Isolationsabstand, dann haben wir zumindest. Weißt du, wir sind da ja einfach diese Schwelle zwischen grob fahrlässig und fahrlässig, dass wir quasi nicht im grob fahrlässigen sind. Dass wir sagen können, guck, wir haben uns ja eh Gedanken gemacht. Also eigentlich ist es nicht so schlimm, wenn es dann brennt und Ja. explodiert. Du meinst, euer Ehren werden mir nach bestem Wissen und Gewissen umgebracht. Genau, ja. Und dann wirst du schon nicht eingesperrt, sondern kriegst du nur Bewährungsstrafe. Wie du das einfach so in 3D anzeigen kannst, das ist so Hightech, Matthias. Hilft manchmal. Warum habe ich so ein Hightech-Teil nicht? Kann das Posonix das nicht? Ja, doch nicht so im Footprint, so schnell einfach. Dann nehmen wir das so. Kannst du Höhe auch eingeben oder geht es ohne Höhe eingeben? Für das 3D-Modell dann? Gibt kein automatisch generiertes 3D-Modell. Das ist deine Aufgabe. Aber Willst du auch noch ein 3D-Modell? macht er einfach einen viereckigen Klotz oder so? Nee. Das Keycard kann ja nix. Soll ich das noch 3D modellieren? Wenn du es unbedingt möchtest, gerne.
Das wäre schon cool, oder? Aber dann musst du definitiv mit dem Messschieber dran. Weil das kriege ich Wie so gesagt, nicht hin. das 3D-Modellieren, da habe ich einfach, nee. Ich meine, ich könnte kurz was im FreeCAD zusammenzaubern, das ist nicht das Problem. Dann hätten wir aber wirklich nur einen rechteckigen Klotz. Das ist ja nicht hübsch. Das hätte morgen einfach meinen Schüler 3D modellieren lassen. Hätte da noch Freude damit. Nee, ich überlege es mal, ob ich es zeichne. Cool wäre es natürlich voll, ich fände es mega. Aber ist halt schon ein bisschen Arbeit. So, Footprint würde ich mal sagen, fertig. Ich glaube, wir wollten noch einen Read-Switch einbauen. Ja, den habe ich das letzte Mal gesagt, welcher das war, ne? Habe ich den Stream Ah. geschaut? Du warst dabei, wir haben miteinander den ausgesucht. Ja, ich weiß. Aha 1381. Warte, ich gucke aber, ob TME den hat. Aha 1381. Ja, Milex haben wir nicht. Also Mauser hätte den. Ja, stelle leider nichts mehr. Oh. So, Was? Hallsensor, SOT. Hallsensor, SOT, Sensor Hall Omnipolar, 2,2 bis 5 Volt, Honeywell, Auflager, SL353 LT, Sierra Lima 353, Lima Tango. So, du meinst den hier. Ja, genau. Verbauen wir den. Es ist ja völlig wurscht. Den wir das letzte Mal rausgesucht haben, der hat ja vermutlich auch einfach Plus-Minus-Output. Ich gehe mal davon aus, die haben alle die gleichen, also komplett gleichen Pinouts und so. Ah, und bei dem ist es egal, ob Nord-Süd oder Süd-Nord. Ach so, das heißt quasi, wenn man nachdenkt, wird omnipolar, ne? Ahem, Ja. Maschinenübersetzung. Der Druckzugausgang. Oh. Ja, ist gut übersetzt. Ich meine, ich werde in Zukunft, ich werde in Zukunft ein anderes Auge auf Push-Pull-Ausgänge haben. Ich werde das mit anderem Auge, mit anderem, mit anderen Blicke betrachten. Schaut doch gut aus, oder? Oder was hmmst du gerade? Nee, das schaut gut aus, aber warum hat ein Clock-Counter-Decoder? Weil er das Ding taktet, weil er der halt dauernd, der tut ja nicht dauernd Ja. messen. Der updatet halt nur zu gewissen Dingen. Er hat einen Output-Flip-Flop dran, schau, und dann tut halt nur zu gewissen Zeiten, also tut halt definierte Intervalle ausgeben. Strom sparen. Meine, wir reden davon. Ja, genau. Sleep Mode typisch 1,5 Mikroampere. Ne? Operating 2,5 Milliampere. Der taktet da halt auf Sleep Mode runter mit dem Counter. Macht dann schon Sinn. Dann bauen wir den nochmal uns schnell zusammen. Ja. Wir brauchen ein neues Bauteilchen. Schnell. So, ja, also wir hätten da jetzt so einen Sensor und den müssen wir wahrscheinlich auch noch irgendwo anschließen. Achso, der hat, geht der mit 3,3 Volt? Ich gucke schnell, nicht, dass wir da einen haben, der nur mit 5 Volt läuft. Versorgungsspannung von 2,2 bis 5,5. Typisch 2,8 Volt. Geben wir hier noch einen Kondensator oder ignorieren wir das? Ja, 100 N kriegt er schon spendiert. So, den müssen wir auch noch irgendwo hinpacken. Ja, das hätten wir. Ja, diese gut. Cool, dann haben wir das alles drauf. Dann können wir jetzt eigentlich nur noch schnell die Platine fertig machen. Dann können wir es dann quasi schon bestellen, oder? Achso, du wolltest hier noch für die Universalsicherung, für Ach den. so, sicher, richtige Sicherung drin haben, genau. Warte mal kurz, ich guck mal, was ich alles habe. Aber ich glaube, du willst den hier haben. 18,8 x 5. D117. Ich glaube, er will den. Hab hier so ein Dings, guck hier, alle Halter, SMD. Ah. Und deswegen sind da bedrahtete Dinge drin. Ich habe die da, die brauche ich, guck, die gehabt hast. Mit, Mach dich mit. mal, mach dich mal, mach dich mal bitte groß. Also, so wie du es gerade hast, brauche ich es. Die passen, die du gerade hast. Oder den du jetzt hast, der passt. Und der Abstand zwischen den Peinchen ist 6 mm circa. Aber du kannst ja die anderen nehmen. Ich habe nämlich die auch. Guck, ich habe beide. Ich habe sowohl
Die als auch die. Warte, ich mache mich wieder le gros. Ich habe sowohl die als auch die. Ich habe sogar Sicherungen zum Einlöten. Guck. Ah, Und. ja, wir gucken gleich mal nach dem. Und ich hätte sogar nur solche Sicherungen mit, quasi in austauschbar, weil sie kaputt sind. Sicherungen zum Einlöten, echt, das ist echt die absolut sinnvollste Erfindung ever, das stimmt. Also, Ja, die Welt konnte ohne diese Erfindung nicht sein, definitiv nicht. was sagt Home Assistant zu IO 34 und 35? Hallo, IO 34 und 35, was soll ich sagen? Ja, mit Mimimi kann ich nicht benutzen, ist nur ein Input oder sowas. Ja, da müssen wir das ESP-Datenblatt befragen, nicht ESP Home. Aha. Ja, das ignorieren wir mal ganz kurz. 34, 35 sagt er, das sind reine Inputs. Sehr Da gut. kann man mit leben. Ja. Genau, dazu das Service-Hinweis. Es gibt einige GPIO-Pins, die sind halt nur GPI ohne O. Und die sind der GPI. Hängst den Ausgang dran und denkst ja so, wie, das ist ein GPI. Oh. Ah, geil. Weißt, der lutscht was ran, machst ja Platine. Und dann, dann kommt wieder der Matthias daher mit, oh, das kann man alles routen, jeder Pin ist für alles. Und dann guckst du rein, Gott, ist das gerade alles riesig. Ah, zum Glück haben wir viel Platz. Ja, das sagst du jetzt. Ich sehe es schon kommen. Ich mache mal einen Kaffee mit der Senseo. Zack, Internet weg. WLAN ausgefallen. Was? Achso, ja. Ja, eins, was so genau her wird. Ja, komm, Dinge so wie Common Mode Choke oder sowas. Hat die Originale auch nicht drin. Braucht kein Mensch. Wo sollen da so Störungen herkommen? Ist ja kein WLAN drin oder sowas. Schaut, was sendet. Nö, Oder? von daher. Moment. Und dann schneidest du jetzt oben einfach von der Platinenkante gerade nach links rüber, hätte ich gesagt. So, halt, das wollen wir behalten. Also hier wollen wir. Hier wollen wir Auflage haben, ja. 180, perfekt. Und das unten alles weg, weil das ist ja wurscht. Hängt eh nicht, wäre eh in der Luft gewesen. Und hängt da quasi das Netzteil. Gut. Dann hätte ich jetzt gesagt, den N, den du hast, hängen wir aufs L. Und die Sicherung haben wir da irgendwo noch dazwischen Platz. Ja, easy. Perfekt. Ja, absolut perfekt. Sehr schön. Wundervoll. Murksen und Pfuschen auf höchstem Level. Machen das schon gut. Ja. Also oben würde ich jetzt einfach eine Fläche hinmachen, ehrlich gesagt. Aber na, wir haben ja eh kein, geht eh kein Strom drüber. Alles gut. Boah, dass der dann nichts im Raster hält, das war, wird mir das schon wieder nerven bei Kickert. Was ist das Raster? Du hast gesehen, was ich von Raster eingestellt habe? Nee, dass er die Linie nicht einfach gerade lässt, dass er die mitbiegt. Also der Ohrwaschel da unten, da werden uns die Chinesen verfluchen. Da könntest du eigentlich, warte mal kurz. Das liegt da so drauf, so Wenn Sie ein Stückchen 45 weiter Grad. rüber. Na, ich überlege gerade, ob da einfach gerade drüber ziehst, statt diesem Ding nach unten. Das müsste eigentlich ausgehen. Ja, genau. Halt gerade. Ja, irgendwie so. Ich meine, du könntest die Linie jetzt nur gerade machen und dann wäre es perfekt, aber wir wollen es ja nicht übertreiben. Sieht doch schon wieder relativ leer aus. Ja, das wird mega so. Das wäre so Hintergrundmusik. Toll, wenn man die hier zuguckt. Ja, du bist da mit dem Soundboard. Ich bin erstmal großes Putzen und dann mal gucken, was wir noch alles routen müssen, sollten, könnten. Geben der Platine, weil wenn man es darf, da einfach mal so ein bisschen. Irgendwer sagte, wir haben da ein bisschen mehr Luft nach hinten. Ja, definitiv. Da haben wir auch mehr Platz für die Anschlüsse und alles. Wie ist denn das mit diesem Triax? Die Ja, da ist ein schalten bisschen ja. Kühlfläche.
Die schalten ja L raus oder so, ne? Oder was Ja, man schalten könnte ein sie? bisschen. Na, ich meine, Ja. da geht ein Pin hin. Ich meine, braucht man nicht normalerweise zwei? Was wie wo Also da Pin muss ja noch hin? irgendwie, muss da ja eigentlich noch, also da müssten ja noch 230 Volt hin. Ja, die muss Also ich jetzt noch irgendwie irgendwo hinrouten, ja. ich meine nicht, dass ich jetzt, ich kenne mich da jetzt nicht aus, aber ich hätte jetzt gesagt, die müssen da noch irgendwie hoch. Ja, die sind unbedingt da. Und zwar eher auf der anderen Seite von der Sicherung, hätte ich gesagt. Also du willst die Maschine damit absichern. Ja, das macht So. die Sicherung ja mal gar keinen Sinn, oder? Für was hättest du jetzt nur die Sicherung drin gehabt, wenn nicht für sowas? Aber mal ganz kurz. Ich habe da noch so einen eventuell kleinen Bug in den Netzklassen. Kriege ich da aus dem auch nicht sauber rausgezogen? Du kannst die Kupferfläche noch deutlich weiter nach oben ziehen sogar, ne? Kannst jetzt da nicht sagen, fill area with vias. Ja, gibt ein Plugin dafür, habe ich nicht installiert. Also Keycard und ich, ne? Also ich und Keycard. Also ich weiß, du bist kein Freund von diesem Bauteil. Wie gesagt, gibt dafür ein Plugin. Ah, so viel Vias brauchst du nicht reinhauen, Matthias. Da Sonst deutlich reichen, na, da weniger. reichen die halben, weil sonst, ich meine, da ist L drauf, ne, da habe ich Angst. So, vorne und hinten angebunden. Kannst du da einem Layer sagen, er ist oben und unten gleichzeitig? Ich habe jetzt der Area hier gesagt, sie ist oben und unten, das Defill Area, ja. Cool, das kann Pulsonix nicht. Das ist eine coole Funktion. Das hier muss dahin, wo das Kreuz ist. Ungefähr so vermute ich mal. Bisschen höher? Also hat schon mittig eine. Ja. Perfekt. So, 3,3 Volt sind angebunden. Wollte gerade sagen, zufällig kann ich schnell, sind aber 5 Volt, aber keine Ahnung, steht Nee, 5 Volt das drüber. ist ein 3,3 Volt Netz. Da Da kann muss man ich mit halt jetzt ein arbeiten. bisschen Kupfer drumherum wegnehmen und so bei dem Ding. Ich glaube nicht, dass ich, also oben und unten hätte kreisrund Kupfer weg. Ich weiß nicht, ob sonst das Magnetfeld durchgeht. Also ich glaube, bestellen kann man heute halt Könnte knapp werden. nicht mehr. Minimal. Ich muss jetzt von da nach da. Von wo? Yay. Hier nach Der da. kann es nicht nach da. Nach. Ja, Es ist da egal. irgendwo. Es ist, glaube ich, alles gleich schlimm. Ja, aber da ist sicher noch irgendwo eine IO frei. Gibt es nicht irgendwie mit Internet und WLAN, dass man das ohne Kabel machen muss? Aber da Genau, ist warum sicher muss man das sein? links. Nee, da ist sicher links ein anderer Pin frei, Dings frei, ja, frei Dings gedöns. Pin 32, was auch immer der dann ist. Da nicht. gibt's nicht. Hat keine Funktion. Okay, Gut. dann halt bin. Deswegen, also Matthias. 33? also ich bin beruhigt, Matthias, dass er keine Funktion hat und dass dann auch nichts dranhängt. Ne? Patina aus. Es ist Du so, kommst ja aber zwischendurch, du kannst da zwischendurch fädeln. Zwischen den Vias und der ja. Leiterbahn. Links Ja, zwischen. ich komme da. Ja, die Frage ist, wo lang läuft man dann? Möchte man laufen? Ja, fahr halt einfach zwischen dem Widerstand durch und fertig. Was so genau hergeht. Tü-tüm. So, die nächste wird ungefähr so aussehen. Also, da ist nicht mehr viel dran. Damit wäre wieder alles an quasi Ort und Stelle. Wundervoll. Gefällt mir. Inklusive unnötigen Bonusportal. Das ist nicht unnötig. Das ist ja für die neue Version essentiellst. Ich weiß, weil, ja, Tasten ein. Ach so, hat die neue eigentlich. Wie ist das eigentlich bei der neuen? Die hat doch nur noch die Tasten links und rechts. Da fehlt auch Ja, die, die hat die oder? mittlere Taste, hat die gar nicht mehr genau. Was hat die da eigentlich, außer nichts? Diesen Schiebeschalter. Nur Oma. den Hall-Effekt-Schalter. Genau. Warum hängen wir den nicht auf den da, wo der Taster ist, drauf? Oder willst du Nee, ihn wirklich wir haben ja separat haben? so viele IOs. Okay. Moment.
Nee, kein Moment. Hat, nee, egal. Kannst doch, kannst bitte, kannst bitte den Widerstand vorsehen, parallel zum C1. Widerstand parallel zum Also nicht zum C1. C1, sondern zum, Hier zum Ausgang. zum Ausgang, Widerstand gegen Masse. Optional, dass man quasi 0 Ohm Widerstand gegen Masse einlöten könnte, falls man den Hall-Sensor nicht bestückt, dass auf jeden Fall der Pin einen definierten Pegel hat. Das meine ich, wär ganz geschickt. Glaube ich. Also fände ich jetzt sinnvoll. 10K. Auch. Ja, der Aber was 10K, haben wir egal, dann? irgendwas halt. Der 10K kann ich nehmen, ja. 10K klingt gut. Von denen hättest Klingt du. gut. Was Dagegen ist denn Masse, ja. der? Die Frage ist, welchen Zustand nimmt er ein, wenn er quasi nicht da ist? Ja. Im Sinne von nicht bestückt. Ja, und tust beide als DNP rein und fertig. Kann das Keycard. Ja, da gab es irgendwo ein Häkchen. Weil das wäre, glaube ich, dann kann man halt drauf tun, was man braucht. Dann kann man gegen High oder gegen Low ziehen. Ja, weil die Frage ist eben halt, was macht der Sensor, wenn zum Beispiel der Schalter nicht drüber ist? Was ist seine Ruhestellung? Der Also ist ist ja er denn. Push-Pull, der macht auf jeden Fall was Definiertes. Ja, bloß brauchst du den Widerstand dann nach VCC oder brauchst du ihn nach Masse oder willst du ihn auf VCC halbe klemmen, um dem ESP mitzuteilen, da ist nichts. Wenn es ein Analog-In wäre. Also wenn Dings meinst, ist kein Login, aber ist ein digitaler, aber Da egal. müsste auf der Mat. Das passt schon so. Nee, alles gut so. Und das heißt nur mal schnell so, also nur Dinge ausbauen. Jetzt ist immer nur das Kupfer Das. unterm Hall-Sensor nicht ausgespart. Moment. Ich will ja nicht ungeduldig sein, aber ich fände das, glaube ich, schon ganz sinnvoll. Oh, ich hätte das jetzt rund schöner gefunden, damit die Magnetlinien besser durchfließen können, damit es Qi sich besser austeilt vom Hall-Sensor. Ja, irgendwer hat da dir gesagt, ne, nicht mehr mit Kupfer fluten, dementsprechend auch keine Masse drunter. Und du hättest gerne rund gehabt. Ja, viel schöner rund. Wegen dem Qi, dass das viel schöner durchfließen kann. Stell dir vor, du bist eine Magnetlinie und du willst da vor dich hinfließen und dann hast du so ein eckiges Loch und musst dich da durchzwängen. Das ist, das widerspricht meiner Ästhetik von Magnetlinien. Könnte man gleich meinen, Eckig. ein Trafoblech ist eckig oder so und gibt's ja nicht. Also ich meine, grundsätzlich könnte man jetzt wahrscheinlich einfach sagen, wir scheißen drauf, weil Kupfer ist kein magnetischer Stoff und die Magnetlinien gehen sowieso durch, aber vielleicht haben wir mal irgendwann eine Aluplatine, oder? Nicht? Einfach nur ums, ne, schöner und Es ist eigentlich wurscht, aber nicht, dass wir Wirbelströme induzieren, wenn wir den Schalter zu schnell hin und her schalten, ne? Ja, finde ich schön. Und dann ein bisschen aufräumen, dann stellen wir das Ding, oder? Jetzt muss ich mal ja, aber schauen, wie nicht mehr groß ist denn heute. die? Ne, heute nicht Also, mehr. Aber ich will jetzt mal gucken, was mich da kostentechnisch erwartet. Wie viel Millimeter Moment, wir hatten die? brauchen die Edge Cuts wieder zugeschaltet. Dann nehmen wir mal uns die. Login, PCBB, keep me signed in. PCB Instant Quote, weil ich muss mich eh bei PCB, wenn nämlich bestellen, dann wird sie das nämlich anbieten, weißt 67 auf 141. ja. 10 Stück, 2 Lagen. Sollen wir es 1 mm oder 1,6? Ich bin ja mittlerweile 1 mm-Fan fast, aber dann glaube ich, klebt sie, hält sie in den Clips drin, ne? In Blau. Nee, 1,6 wäre schon, also ein bisschen mehr, nichts dazwischen wäre schon ganz gut. Ja. Shipping to Germany. Mit FedEx. $32 kosten die Platinen, $20 Versand, bin sind wir bei $50. So, ich glaube, wir lassen es jetzt dann auch gut sein, Matthias, weil es ist echt zu spät. Merke, es war ein Dann. anstrengender Tag. Also, liebe Zuschauer, lieber Chat, vielen, vielen Dank für alles heute. Wir haben heute einen Hype-Train Level 4 gehabt. Wir haben den Abo-Rekord
Rekord gebrochen. Wir haben 25 Abonnenten bei Heil, was ich absolut mega, mega geil finde. Vielen Dank dafür. Wir haben gefühlt 5 Milliarden Bits gekriegt. Wir sind geredet worden. Wir hatten über 30 Zuschauer. Wir hatten heute nur Rekorde. Ich finde es mega. Und damit ihr alle nächste Woche enttäuscht seid, wissen wir noch nicht, ob wir Mittwoch streamen und wie wir streamen. Weil Matthias und ich sind nächste Woche im Hexenhaus. Dann vielen Dank euch allen. Vielen Dank auch, die bei YouTube jetzt zugeschaut haben. Ich hoffe, das hat euch gefallen, was ich zusammengeschnitten habe. Schreibt es gerne in die Kommentare, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Ciao.